Ja, moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen, ja, zu einer neuen Folge von S19, dem Landwirtschaftsmotor. Ja, liebe Freunde, ja, diese Woche war es ja auch wieder richtig kacke gewesen, sag ich mal auf gut Deutsch. Ja, hat wieder nicht richtig gut funktioniert. Ja, das ist aber halt mal in der Speditionsbranche so, dass es mal halt nicht richtig funktioniert oder nicht richtig läuft. Ja, ich habe mir den Beruf halt so ausgesucht und dann muss man auch damit rechnen, dass es mal nicht so gut läuft. Ne, das war diese Woche der Fall und ich hoffe mal, dass es nächste Woche besser läuft. Ja, im Landwirtschaftsmotor soll es ja auch weitergehen. Wir befinden uns hier mitten in der Ernte. Wir haben ja schon ein paar Felder abgeerntet. Ja, dieses Jahr ist ja auch die große Investition. Wir bauen die BGA und den Schweinestall, also den zweiten Schweinestall für die Schweinezucht. Ja, da geht, mit diesen Themen geht es auch demnächst auch weiter. Da beschäftigen wir uns einmal mit der BGA. BGA werde ich wahrscheinlich realistisch umsetzen oder beziehungsweise realistisch in Betrieb nehmen. Das bedeutet, ja, in der Realität sind die Biogasanlagen ja dafür zuständig, kleine Dörfer oder Haushalte mit warmem Wasser zu versorgen und so, dass die Leute heizen können im Winter. Das werden wir hier auch so wahrscheinlich umsetzen. Das bedeutet, dass unsere Einnahmen jahresabhängig sind. Ne? Im Winter heizen die Leute mehr, ne? Ist ja logisch. Und da verdienen wir auch ein bisschen mehr Geld bei der BGA. Im Frühjahr, da gehen die Temperaturen wieder ein bisschen hoch, also steigen ein bisschen, da verdienen wir ein bisschen weniger Geld. Und im Sommer verdienen wir am wenigsten Geld, weil es ja auch richtig warm ist. Die Leute brauchen auch nicht mehr heizen, brauchen auch weniger warm Wasser. Und im Herbst steigen die Temperaturen ein bisschen weiter an wieder und da verdienen wir ab Herbst verdienen wir ein bisschen mehr und im Winter verdienen wir am meisten. Die Einnahmen sind abhängig von der Einwohnerzahl oder beziehungsweise von den Haushalten, Anzahl der Haushalte. Müssen wir mal schauen, wie ich das oder ja, wie ich das hier umsetze, ob ich das 1:1 hier umsetzen kann. Mal schauen, weiß ich noch nicht. Wenn nicht, dann baue ich hier ja selber was mit ein. Dann haben wir die Schweinezucht. Schweinezucht, ja, ich gehe ja in die Schweinezucht rein. Vorher haben wir ja Schweinemast gemacht. Ja, Schweinezucht verdient man mehr Geld auf jeden Fall. Ist aber auch mehr Aufwand, ne, ist auch klar. Da interagiere ich mit den Tieren. In der Realität ist das ja auch so, dass die Landwirte das alles trennen, ne? Also ja, klar, die Jüngeren kommen in separaten Stall, die Älteren in einen separaten Stall, die Mütter kommen in einen separaten Stall, dann die männlichen Tiere kommen in einen separaten Stall und so weiter und so fort. Die sortieren die ja aus. Und das werde ich hier auch so genauso machen. Ich unterteile die Tiere zwischen Alter, dann Gewicht, Geschlecht und Gesundheit. Ne? Also da rund so und nach diesen Kriterien unterteile ich die Tiere. Und ja, müssen wir mal gucken, ob wir da noch einen dritten Schweinestall brauchen oder nicht. Aber die Schweinezucht wird sehr, sehr interessant werden auf jeden Fall. Darauf freue ich mich am meisten auf jeden Fall. Mal gucken, ja, ob das auch so klappt, wie ich mir das vorstelle. Auch wird sehr, sehr spannend. Dann werde ich nochmal auf das Präzisionsfarming eingehen. Ich habe ja schon mal ein Video gemacht, aber noch nicht so detailliert. Da gehe ich detaillierter nochmal drauf ein. Ja, da zeige ich euch, wie das oder wie sich die Einnahmen- und Ausgabenverhältnisse aussehen. Ne? Bei alles, was in den Einnahmen reinkommt, alles, was in den Ausgaben reinkommt und so weiter. Mit dem Precision Farming haben wir auch die Gelegenheit, ja, besser zu wirtschaften. Wir haben die Ausgaben- und Eingabenverhältnisse pro Feld besser im Blick, sage ich mal. Ja, das ist ein großer Vorteil, den wir hier haben. Wir haben auch Nachteile hier beim Präzisionsfarming, ist auch klar. Wir haben einen materiellen sowie einen wirtschaftlichen Nachteil beim Präzisionsfarming. Und wirtschaftlichen Vorteil haben wir ja auch, indem wir ja auch ja, ganz genau gucken können. Oder beziehungsweise wir haben den wirtschaftlichen
Die wirtschaftlichen Verhältnisse können wir hier ja, sehr gut beobachten. Da haben wir die Einnahmen und Ausgaben besser im Blick, ne? Da können wir auf jeden Fall ja, im Nachhinein oder beziehungsweise später dann gucken, wo können wir einsparen, wo müssen wir noch ein bisschen mehr investieren und so weiter. Ne? Das ist der Vorteil beim Präzisionsfarming. Wir haben ja auch mehr Kosten, haben wir auch hier beim Präzisionsfarming. Sind alles so Vor- und Nachteile und die erkläre ich euch dann nochmal ja, genauer in einem separaten Video. Ne? Das ist auch sehr, sehr interessant. Haben sie auf jeden Fall gut gemacht hier bei dem Präzisionsfarming hier. Finde ich sehr, sehr gut. Da können wir auf jeden Fall, ja, da behalten wir auf jeden Fall die Wirtschaftlichkeit besser im Blick oder beziehungsweise die Einnahmen- und Ausgabenverhältnisse. Ne? Also vorher war es ja immer so, dass wir alles verkauft haben am Ende des Jahres und das ging dann alles in die Jahresbilanz mit rein. Und bei den Präzisionsfarming können wir nochmal separat auf die einzelnen Felder schauen, was unterm Strich eigentlich übrig bleibt. Ne? Das werde ich auch archivieren, ne? Also ich werde das auch speichern, so dass ich dann halt immer mal gucken kann, was hatte ich dann vor 2, 3 Jahren auf den und dem Feld drauf gehabt, was hatte ich da an Umsatz gemacht, was hatte ich da an Kosten gehabt und so weiter. Und so kann man auch ja, zurückverfolgen, sage ich mal, wie es halt in den letzten Jahren war. Ne, da hat man auf jeden Fall die Einnahmen- und Ausgabenverhältnisse sehr gut im Blick. Ne? Ja. Ja, das sind die Themen, mit denen wir uns beschäftigen in den nächsten Tagen oder Wochen. Ja, warum sage ich Wochen? Weil ja, ihr wisst ja, wie lange das hier alles dauert. Ne? Ich spiele ja auch mit realistischen Arbeitsgeschwindigkeiten und so. Das dauert halt seine Zeit. Ne, und das ist in der Realität ja auch nicht anders. Ne? Aber es geht jetzt so langsam voran, sage ich mal. Ja, wie gesagt, dieses Jahr haben wir ein sehr, sehr gutes Jahr, wo wir auch, ja, auch, ja, wir haben, wo wir auch viel Geld verlieren. Ne? Klar, wir nehmen die 1,6 Millionen Euro auf. Das ist sehr, sehr viel Geld. Aber das wird sich am Ende aber auch lohnen und auszahlen. Ne? Aber das dauert halt. Ne? Das geht nicht von heute auf morgen. Das dauert halt. Also der Kredit läuft ja auf 20 Jahre erstmal. Ne? Gut, wir können ja auch zwischendurch mal tilgen, wenn wir das Geld dafür haben. Ne? Aber in der Regel lasse ich den Kredit so laufen, um halt was gegenrechnen zu können am Ende des Jahres, weil ich ja auch mit also einem kleinen Steuersystem arbeite, ne? Und das ist es immer gut, dass man mal was dagegen rechnen kann, so dass man auch weniger Steuern zahlt, ne? Ja, mit diesen Themen beschäftigen wir uns ja in den nächsten Tagen, Wochen. Da ja, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, freue ich mich schon sehr drauf und ja. Da sehen wir uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge im Landwirtschaftssimulator wieder. Da werde ich dann auf jeden Fall ja, erstmal mit dem Video starten, Präzisionsfarming. Da werde ich euch das nochmal genauer erklären, ne, wie das alles funktioniert und so weiter und wie ich das hier alles aufschreibe, wie die Einnahmen- und Ausgabenverhältnisse sind und so weiter. Damit starten wir. Ja, und dann Step by Step gehen wir dann immer weiter vorwärts. Ne? Ja, gut, das war es erstmal hier von meiner Seite aus. Ja, damit beschäftigen wir uns jetzt erstmal jetzt in den nächsten Tagen. Und ja, dann sehen wir uns genüsslich dann in der nächsten Folge hier im Landwirtschaftssimulator wieder zum Thema Präzisionsfarming. Ne? Und dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen, ja, guten Morgen, guten Tag oder guten Abend. Je nachdem, wann ihr zugeschaut habt. Und Links findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und ja, da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und macht's gut. Ciao.